Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich eure Fragen beantworten, die ihr mir unter das letzte Video geschrieben habt. Damit wird mir der Charlie helfen. Moin, Servus, Moin. Jo, ich würde sagen, wir beginnen gleich mal mit der ersten Frage. Die erste Frage kommt von Gamer Gerhard. Er fragt, warum hast du mit YouTube angefangen? Gute Frage, also ich habe weiß selber nicht so ganz so. Also ich habe mit YouTube angefangen, weil ich einfach mir gedacht habe, komm, ich unterhalte. Also ich habe mit YouTube angefangen, weil ich halt andere unterhalten möchte so und es macht mir Spaß. Ich gucke gerne YouTube und dann habe ich mir gedacht, ich kann auch was selber YouTube machen. Und ja. Guess fragt, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Oh, das ist schwere Geschichte. Also ich habe halt vorher andere Namen gehabt wie PlayStation Vita Gamer oder Pro Gamer PlayStation Vita. Die waren alle so scheiße. Merkt ihr selber, Pro Gamer PlayStation Vita, Digga. Hä? Habe ich mir gedacht, was mache ich denn? Ich spiele Spiele. Habe ich gedacht, der Spiele-Spieler. Klingt dumm. Spiele Spieler auf Englisch, Game Gamer. Ein der davor haben wir der Game Gamer. So ist halt mein Name entstanden, so einfach, ja. Der Gamer gehört, fragt, was ist dein Ziel auf YouTube? Mein Ziel ist auf YouTube, also, einfach irgendwie andere uns unterhalten, eine gute Community haben, mit der man es gut zocken kann und einfach Spaß haben. Hast du ein Vorbild auf YouTube, hab ich gefragt? Nein, ganz eindeutig nein. Die nächste Frage kommt auch von Guess und er möchte wissen, was für ein Content du in Zukunft machen möchtest oder ob du so weit machen möchtest wie bis jetzt. Ja, also ich habe mir gedacht, ich mache einfach so weiter wie jetzt, ein bisschen Abwechslung und das worauf ich Bock habe einfach, okay? Also keiner kann daraus voraussehen, was für ein Content ich mache, weil ich mache das, worauf ich Bock habe, also so wie jetzt auch und ja. Inmul Miko möchte wissen, ob du dich mal zeigen wirst. Tendenziell würde ich sagen, nein, aber man weiß nie, was kommen wird. Also, aber ich bin dagegen, dass ich mich zeigen werde, aber man weiß nie, was kommen wird, ne? Also, ihr kennt es, ne? Valentin, die Mail, hat gefragt, was dein Hobby außer YouTube ist. Mein Hobby außer YouTube, halt mit Freunden treffen, zocken, was ich auch außerhalb von YouTube, ne? Ich zocke nicht nur auf YouTube. Fahrradfahren im Sommer zum Beispiel. Schwidi 83 möchte wissen, ob du dir mal einen PC kaufen wirst für bessere Qualität. Das habe ich auch schon mal überlegt, aber eher weniger, weil wenn dann eher Laptop oder so und dann auch kein Hochleistungslaptop oder so, also kein Gaming, sondern einfach nur so ein Standard-Laptop würde ich mir holen und ja, das reicht dann auch. Ich weiß noch nicht, ob ich darüber Videos machen würde, also ich bleib bei PlayStation erstmal. Dann kommt noch eine Frage von Foxenstein. Er fragt, wie es dir geht und ob du mehr Feinde oder Freunde in der Schule hattest. Also mir geht's derzeit recht gut. Erstmal zurückgefragt, wie geht's dir? Kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Und zur anderen Frage, ob ich mehr Feinde oder Freunde in der Schule habe. Oder umgekehrt, ist ja egal, ist dasselbe. Deswegen ist, ich habe halt nur so einen richtigen Feind in der Schule, holt die Feuerwehr, es brennt. Und eigentlich überwiegend Freunde, weil die meisten kenne ich halt, bin ich befreundet, aber auch nicht befeindet. Also eher Freunde, ja, mehr Freunde. Ja. Jetzt fragt mich, welche YouTuber guckst du gerne? Ich werde euch einfach mal ein, zwei Bilder von meiner Abo-Liste einblenden, so. Oder Varion, oder Ivandio, was ich auch gucke. Unge, ne? Jeder kennt Unge. Unge spielt. Simon Unge. Gaming Guys, GLP, Paluten, Zombie und Modado. Viele verschiedene YouTuber. In Mulmiko möchte wissen, was für Spiele du spielst und welche du gerne mal spielen möchtest. Oh, also ich spiele halt sehr gerne GTA. Und Minecraft. Was ich auch spiele, ist zum Beispiel Need for Speed oder The Crew 2 und ich spiele viele Spiele. Sieht man auch an meinem Kanal. Was ich gerne mal spielen würde. Oh. Also halt einfach irgendwelche Spiele. Gianluca 2007 fragt, was ist dein Lieblingsspiel? Ja, mein Lieblingsspiel ist GTA eigentlich nicht so. Ja, das spiele ich halt immer und ich würde es erstmal als Lieblingsspiel einschätzen. Lev BMX Silvester
hat gefragt, welches Fahrzeug du gerne mal haben möchtest. Ich denke, das ist jetzt mal auf Real Life bezogen. Ich beziehe es mal auf Real Life. GTA wäre es auf jeden Fall der Tesseract. Aber kommen wir jetzt zu Real Life zurück. Irgend so ein Audi, vielleicht so ein Audi R8 oder sowas. Die letzte Frage für heute kommt von Maulbierfeige Bauer. Er möchte wissen, was für eine Schuhgröße hast du? Erstmal, coole Frage, wozu? Aber gerne, ich habe die Schuhgröße 38, eigentlich 39, weil 38 ist mir viel zu klein. Ich muss mal wieder neue Schuhe holen. Schuhe holen. Und, ja. Vielen Dank an beide. Und ich möchte auch nochmal Danke sagen an Charlie, der ist der Kandidat im Anzug, der uns die Fragen gestellt hat. Und an Valentin, der Kandidat daneben, der hier ein bisschen für Unterhaltung während den Fragen gesorgt hat. Und nochmal Danke an Jamiro. Und an Gianluca, der da gerade auch war. Jo, moin. Was war's mit dem Video? Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht es zu bewerten. Und wenn ihr es verpassen wollt, den Kanal zu abonnieren und Glocke abgeben, dann verpasst ihr nämlich nichts mehr. Ja, ich würde sagen, was war's mit dem Video? Und jetzt mal haut rein und schau, Leute. Adios, amigos. Das ist raus. So.